Juhu, angekommen! Also, ihr habt vorhin schon angezeigt, dass wir in Stettin sind. Ja, so jetzt fahren wir mitten durch die Pampa, glaube ich. Wir wollen nämlich in Stettin zum Hafen. Da soll es einen kostenlosen Parkplatz geben. Na, gucken wir mal. Aber ich muss schon sagen, Polen hat sehr, sehr schöne Ecken. Also, Polen ist ein schönes Land. Sehr, sehr krass und sehr unterschiedlich. Mal siehst du halt so die Armut und mal siehst du viel Reichtum, sage ich mal. Also, ihr Lieben, wir sind in Stettin angekommen. Nach dem dritten Versuch haben wir jetzt einen guten Platz gefunden, sehr guten, würde ich mal sagen. Wir kommen überall hin. Und ja, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Sah alles schon sehr beeindruckend aus, fand ich. Ich wollte unbedingt mehr sehen. Wir liefen dann gleich die erste Oh, Brücke guck mal rüber, die weil wir Hausboote da dachten, unten. Hausboote da unten. wir kommen über die Brücke, Oh, aber das herrlich. war nicht so. Wir kamen zu einer Strandbar und zu Toiletten. So Das ein war schon mal Hausboot sehr schippern gut. würde ich auch gerne machen. Aber die sind meistens angelegt und werden gemietet wie solche kleinen Bungalows. Wir dürfen gehen. Toilette. Perfekt. Cool. Mit Glas von, dass man ja gleich sieht, wer drin geht. Ja, da wäre ich gerne hochgekraxelt, aber ich habe jetzt kein Ticket. Mal gucken. Wir wollen jetzt hoch auf die Hauptstraße, wo wir vorhin schon mal losgemacht sind. Und wie ihr seht, Treppen über Treppen. Sehr was für meine Knie. Sehr schön. Wie du siehst, haben wir ja den gleichen Ausblick gehabt wie von der Terrasse und das ohne Geld.
wollen jetzt was essen und sitzen hier oben irgendwo, weil wir wollen uns die schönen Gebäude da ankicken. Also zumindest das. Ihr Lieben, ja, wir sind jetzt essen. Ich denke, die jetzt vielleicht auch deutsche Konti haben und sie stellen noch so doof an. Ich denke mal, die kann das. Wir essen jetzt lecker was. Mal gucken, ob es lecker ist. Ich habe eine Kinderportion hier bekommen. Muss meine letzte Slotties hier ausgeben. Das ist ja das Schlimme. So, mein Mittagessen hier in Stettin und Martina ihr Mittagessen und Enrico ihr Mittag, sein Mittagessen. Das sieht sehr gut aus. Was soll ich sagen? Also ich bin ganz schön fasziniert von Stettin und ich bin der Meinung, das reicht, also ein paar Stunden oder ein Tag reicht nicht, um Stettin zu entdecken. Da muss man länger hier sein. Warst du schon mal in Stettin? Was meinst du dazu? Ja, was soll ich sagen? Wir hatten uns dann getrennt. Martina und Enrico sind ihres Weges gegangen und ich bin dann auch noch mal eine große Tour gelaufen. Und da nehme ich dich jetzt auch noch mit. Bleib dran.
Hier hat doch heute schon mal alles angefangen auf dieser Brücke. Und hier endet auch alles auf dieser Brücke. Ihr Lieben, ich gehe jetzt mit euch noch mal ein bisschen nach vor. Also ich bin ja gut angekommen nach meiner großen Wanderung da. Aber es war sehr schön. Also ihr seht ja die Spitzen, und wenn ich irgendwie eine Spitze sehe, dann weiß ich, das ist entweder eine Kirche oder irgendwas, Rathaus oder irgendwas. Das war echt toll. Das Riesenrad, das leuchtet jetzt. Die Strandbar wird da richtig voll. Ich habe gerade Abendbrot gegessen. Und Martina und Enrico sind spazieren. Auch. Und ich laufe jetzt auch noch mal vor mit euch, weil ich das Riesenrad unbedingt sehen möchte und das im Sonnenuntergang. Ihr Lieben, ich muss noch mal betonen, wie schön das hier ist. Ich weiß nicht, wer schon mal in Stettin war. Also für mich ist es ja das erste Mal gewesen, aber garantiert nicht das letzte Mal, weil ich der Meinung bin, ich habe noch lange nicht alles gesehen. Ich war heute zwar fleißig und habe versucht, die ganzen Türme hinterher zu rennen, auf gut Deutsch gesagt, aber ich denke, ich habe noch lange nicht alles gesehen von Stettin. Und guckt euch doch das Riesenrad an, das Riesenrad. Schick sieht's aus, oder? Ich versuche mal, mit euch ein bisschen näher ranzugehen. Wartet mal. Die Sonne geht gleich unter. Da hinten schlafen wir. Und ja, guckt euch das mal an, was wir für eine Kulisse haben. Also ich finde die Kulisse gigantisch. Herrlich, oder? Drei Türme. Das habe ich, also ich habe die drei Türme gesehen und die da hinten auch. Und bin richtig froh, dass ich die gesehen habe. Und das finde ich natürlich auch schön. Also wenn man hier abends rein will, steht Tatsache Security. Warum auch immer, weiß ich nicht, aber ist ja auch real. Also hier muss ja echt die Post abgeben. Also wenn ihr die Strandbar kennt, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Gudi. Ja, ja. Also wir hatten überall schöne Spots. Kannst du sagen, was du willst.
Feierabend für heute, ihr Lieben. Hier kommen gerade die Mücken rein. Wenn ihr Licht an ist im Bulli, dann kommen gleich die Mücken rein. Ja, das darf. Naja, ich wollte ja mal ein Schlusswort sagen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's für uns nach Hause. Es war wirklich schön. Also die letzte Nacht war nicht so schön, weil die haben hier ein Radrennen veranstaltet mitten auf dem Parkplatz. Immer wieder verschiedene Runden und die sabbern hier schon seit der Nacht. Ich glaube, die ganze Nacht haben sie gesabbert, aber egal. Ansonsten natürlich freue ich mich auf zu Hause, auf meine Kinder, auf meine Katzen. Und ja, alles wird gut. Ihr Lieben, für uns geht es nachher gleich nach Hause. Leider, also ich hätte noch den Tag genossen und werde nachmittags losgefahren. Wir sind ja unweit der deutschen Grenze, also werden wir auch gleich in Deutschland sein. Und ja, ich sage an dieser Stelle dann tschüss Stettin, es war sehr schön. Tschüss Polen, es war wundervoll. Steht so ja schon Berlin dran, weil wenn wir in Stettin sind, haben wir es nicht mehr weit nach Berlin, also in Richtung Berlin. So, wir haben uns jetzt noch schnell verabschiedet und jetzt geht es jeder dann in seiner Richtung weiter nach Hause. Wie gesagt, es war sehr, sehr schön mit euch und gerne wieder. Ich lade dich herzlich ein. Meine aufregende Welt ist hier, um Fun-Lives zu entdecken. Begleite mich auf meinen Reisen, bewundere die Umbauten an meinem Low-Budget-VW-T4-Bus zu sehen. Hier erwarten dich unvergessliche Abenteuer, atemberaubende Landschaften und die besten Stellplätze, die ich meine Abonnenten und andere YouTuber besucht haben. Sei Teil meiner Fun-Life-Community und entdecke mit mir die Freiheit auf vier Rädern. Bis bald und viel Spaß beim Entdecken. Deine Edit 4 Liebe heißt.